Der Wie für mich gemacht Kredit der Targobank. Jetzt neu mit Sicherheitsversprechen. 100% individuell, dank Ratenpause und kostenlosen Sonderzahlungen. Targobank. So geht Bank heute. Guten Abend, der meteorologische Sommeranfang ist ein Rheinfall. Übrigens, das hier ist der Rheinfall. Hier fließt das Wasser aus den Alpen und vom Bodensee her im Rhein über den größten Wasserfall Europas. Weiter geht's nach Baden-Württemberg, das Bundesland, in dem im Monat Mai der meiste Niederschlag mit über 400 Liter Regen auf den Quadratmeter gemessen wurde. Umso erstaunlicher sind die Regenmengen, die jetzt in den nächsten 24 Stunden in den Hochwassergebieten fallen werden. Besonders betroffen auch wieder Sachsen und auch Bayern. Hier sind dann erneut nochmals 80 Liter auf den Quadratmeter drin, am Alpenrand örtlich sogar 130 Liter pro Quadratmeter und das dann eben in nur 24 Stunden. Gnadenlos regnet es also in der Nacht im Osten und Süden weiter. Dazu weht auch noch ein fieser Wind. Trocken, aber auch windig geht es im Nordwesten zu. Von hier kommt dann aber morgen immer besseres Wetter zu uns. Die Sonne setzt sich im Westen weiter durch. Unerbitterlich regnet es morgen, aber besonders im Süden zum Alpenrand hin und auch weiter in den östlichen Mittelgebirgen. Bei hier dann gerade mal so 9 oder auch 10 Grad mit Sonne sind am Niederrhein aber teils 20 Grad drin. Aber dann wird alles besser. Am Montag schauert es im Südosten leider noch weiter. Sonst scheint oft die Sonne. Am Dienstag dann überall trocken. Und bis Mittwoch wird es dann auch langsam wärmer. Und dann geht es sogar recht freundlich, teils sogar sommerlich weiter. Einen schönen Abend noch und bis morgen.